Was hörst du jetzt? Oh, Riesenankündigung, Leute. Seid bereit. Der 24-Stunden-Livestream. Ich kann jetzt sagen, wann er ist, Leute. Und er ist bald da, als ihr denkt. Hier, schreibt euch in den Kalender. Samstag geht's los bis Sonntag. Seid dabei, Leute. Samstag 15 Uhr bis Sonntag 15 Uhr. Es wird einfach nur krank. Vertraut mir einfach. Klatsch schon mal die Hand. So, es sind kranke Dinge geplant. Das Ding ist nämlich nicht ein ganz normaler 24-Stunden-Stream, wie man sich das vielleicht von Unge oder von, keine Ahnung, wie die ganzen YouTuber heißen, vorstellt. Das hier wird ein 24 Stunden isoliert in einem Raum. Keine Toilette, kein Essen, nichts. 24 Stunden in dem Raum eingesperrt. Ich habe kein Bett. Außerdem wird jede Stunde ein Special passieren, sozusagen irgendwas Krasses, was sich Tim und Johannes überlegt haben. Ich weiß es nicht. Ich habe gesagt, übertreibt gerne, macht mir das Leben zur Hölle. Es werden kranke Dinge passieren. Die haben Sachen gekauft. Es ist teuer gewesen. Es wird auf jeden Fall richtig gestört. Ohne Scheiß, dieser 24-Stunden-Stream wird in die Geschichte einstreamen. Es ist nämlich kein normaler 24-Stunden-Stream. Es wird einfach krank. Ich werde hier komplett sterben in diesem Raum. Ich kann nicht mal pinken. Ich kann nicht mal auf Toilette gehen. Ich hoffe, ich muss nicht groß, weil ich glaube dann. Ja, das muss ich halt dann einhalten, ne? Das kann ich halt nicht in eine Tüte oder so reinmachen, das ist ein bisschen ranzig. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt weiter. Und zwar, Leute, haben wir ganz früher, ich glaube, das war, da war ich, keine Ahnung, 11 oder so, und du warst dann 5 oder so. Ey, dann war ich doch nicht 5, dann wären wir 6 Jahre auseinander, wenn du 11 und ich 5 wärst. Oh, wenn du 11 warst, dann war ich da, dann war ich, tschüssi, dann war ich da 9. Okay, dann. Ach nein, war ich gar nicht. War ich da 8? Also Leute, auf jeden Fall war Lea da, ne? So viele Jahre alt. Wir waren auf jeden Fall mega jung. Und ich habe da früher mal gedacht, jetzt, ich gehe das Ding an, ich mache jetzt einen Vlog. So, das habe ich mir gedacht, Leute. Ich mache jetzt einen fetten Vlog. Lea macht einen Vlog, ich mache einen Vlog. Beide mit der Kamera, so richtige Müllkameras, Leute, wenn ihr euch überlegen könnt. Das könnte die Kamera sein. Diese Packung hier, okay? Also, so schlecht war die Qualität. Und ja, pass auf, und jetzt zeigen wir euch das Video. Wir haben zwei Videos. Und zwar einmal haben wir einen Vlog von mir und einmal einen Vlog von Lea. Fangen wir an mit meinem Vlog. Es ist beide über das Thema Kirmes, okay? 11 Minuten, ey. Ja, hat schon früher auf 10 Minuten gestreckt. Oho, 6 Dislikes und 10 Likes. Die Leute hassen mich. Okay, let's go. Heute. Ich dachte, ich sterbe. Was hab ich da hingeschrieben? Aber ey, besser als Bubermann, das ist richtig geschrieben. Bubermann hat nicht mal Fernseher richtig geschrieben können. Flashback. Wie hat er gerade Fernseher geschrieben? Boah, hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Folge von Moritz 12324. Boah, und herzlich willkommen. Ich sag einfach. Ja! Leute, soll ich das wieder einführen? Boah, hallo, herzlich willkommen. Was denn? Boah, und herzlich willkommen. Leute, soll ich das wieder einführen, dass ich wieder Boah sage? Boah, und herzlich willkommen. Kleine Folge von Moritz 12324. War ich gerade Moritz? Ich wollte gerade sagen, das war ein Moritz. Moritz. Könnt euch jetzt parallel dieses Video zu Leas Video angucken, denn wir machen das einmal. Okay, wir schauen gleich auch bei Lea rein. Leas Ansicht und in meiner Ansicht. Und, ja. Ich hoffe, euch gefällt. Ich gehe heute. Guck mal, meine Zähne komplett schief, Alter. Was haben wir letztens auch in den Kinderbildern schon gesehen? Ich gehe heute höchstwahrscheinlich da in so einen Tower rein. Meine Haare, Digga. Komplett lost, so richtige Igel. Das könnte ein Igel sein. Ich bin ein Igel, Alter. Mir die Frisur nur so lala, weil ich. Das bringt sowieso nichts, wenn man in diese Tower reingeht, weil die sehen danach sowieso scheiße aus. Oh, wir sehen doch von Anfang an scheiße aus. Also bei den Towern, da sieht jetzt. Also heute sind meine Haare nur so lala, weil ich gehe jetzt in die Tower rein und dann sehen die sowieso scheiße aus. Also ob das die irgendwie. Stirn, die also ob das irgendwie so eine stylische Frisur, so richtiger Müll ist das. Wir sehen uns gleich. Ich muss mal so komisch, dass ich mir das Video angucke. Wir sehen uns gleich. Ich muss so komisch, wenn sowas ankommt, man hatet das ja, sag ich mal, wenn man so richtig peinlich, also komisch findet. Aber man ist, du warst ist das. Du bist es gewesen. Ich bin es gewesen. Das ist so komisch. So, wir finden uns jetzt im Auto. Wir machen noch einen kleinen Abstecher zu meinem Opa. Ich gucke, wie dieses Kind, dieses Meme. So, ja. Okay. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Warte mal, wie heißt nochmal dieses Meme? Dieses Disneyland. Disneyland-Dings. So, hab ich gar nicht oh geguckt. Mein Gott, da? Guck dir das hier an. Du guckst da, du hast es. Ohne Scheiß, exakt so genau gleich. Exakt genau gleich. Mit Zähnen auch. Madame, du bist halt leider nur kein Meme geworden, ne? Nee. Opa. Unserem Opa. Unserem Opa. Ich kenne das, dieser Clip ist jetzt auf Moritz 12324 und auf Lea. Aber ich hieß früher einfach Moritz 12324. Das war Kreativität. Die hat es aber noch nicht gesagt. Ja, vielleicht darf ich gar nicht in das. Ah, wie viele Zahnlücken du hattest, du hast richtiger Zahnlücken, Johnny. Ah, das richtiger Pirat. Wegen meiner Mutter, die hat Angst um mich.
Wie mich das aufregt. Die hat Angst um mich. Also Lea wollte auch in so eine Riesenbahn rein, aber es ging nicht, weil Mom Angst hatte. Wir machen es halt parallel und in welche Karussells Lea geht und ich und immer. Wir können euch ja mal die Fahrt zeigen. Ja, wir sehen uns einfach gleich. Ciao. Die Effekte. Wow. So, jetzt auch in meiner Ansicht. Also ich gehe gleich in diesen, höchstwahrscheinlich, wenn mir das nicht zu viel Angst macht, in diesen komischen, in dieses Riesenteil da rein. Ich war mir komplett sicher, dass ich da nicht reingehe. Ich wollte das nur in Nintendo schreiben. Und dachte mir, jetzt darf ich keine Memme sein. So, ich habe mich jetzt umentschieden. Ich glaube, ich gehe doch lieber am Schluss rein, weil das sieht doch ein bisschen zu heftig aus. Oh mein Gott, bist du blöd. Digga, meine Brille ist so lustig, Alter. Ich so, oh nein, also das ist ein bisschen zu heftig. Ich glaube, ich gehe da erst am Schluss rein. Oh Mann. Und ja. Nee, das ist nicht so. Nicht so meins. Ich habe echt gedacht, ich gehe da niemals rein. Vielleicht gehe ich zum Schluss rein. Ja. Ciao. Okay, Leute, ich spur ein bisschen vor. Da komme ich gerade aus einer anderen Bahn. Ich hab's gemacht. Boah, das Ding ist echt krank groß. Ich glaub, nach Take-Off warst du irgendwie lockerer. Da hast du dann gemerkt, ja. Komm. Das wartet jetzt auf mich. Ich kipp hier schon fast um. Aha. Oh nein. Ich hatte so Angst. Immer dieser Moment, wenn man das, dieses Ticket kauft. Ja, das Ticket, kann man nicht, da kann man nicht mehr weg. Dann kann man nicht, und da bin ich drin. Guck, ich sag, wie ich Angst hatte. Guck mal hier, wie ich Angst hatte. Ja. Oh mein Gott, ich hatte so Angst. Oh mein Gott, guck mal, ich hab meine Augen zu, weil ich so Angst hab. Guck dir das an, wie das hochkatapultiert wird, Junge. Digga. Digga. So, jetzt guck ich mal, was ich gesagt habe, als ich rauskomme. Ich hab's hinter mir. Lea, ehrlich, das wäre was für dich. Also es ist nicht Schlimmes gewesen. Ich hab mir da schon gesagt, es wäre was für dich, weil so schlimm ist es gar nicht gewesen. Und das war dieses Jahr auf der Kiem, ist mir das erste Mal da reingegangen. Was hast du dir da geholt? Kibbelig? Krieg ich auch was? Vor allem, was hast du denn geholt? Kibbeling krieg ich auch rein. Du antwortest nicht. Aber so, rein da, Junge. So, das war die Kirmes 2014, 2013. Boah, ich weiß noch, das weiß ich jetzt noch. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber ich glaube, ich hatte im Outro so ein Bild von mir mit so einem Hexenhut. Für mich ist es jetzt beendet, für Lea ist es noch nicht beendet, weil sie... Genau, bei Lea geht es ja noch weiter, schauen wir gleich rein. Aber warte, ich will kurz auf mich gucken, ich habe im Auto diesen Hexenhut. Ich habe den Hexenhut an. Ich hab den Hexenhut an. Leute, guckt euch den Hexenhut an, das war ich. So, ich würde sagen, jetzt schauen wir weiter. Na Mia. In Leas unangenehmen Video. Denn Lea hat nämlich auch ein Kirmes Video gemacht. Ich würde sagen, da schauen wir auch mal schnell rein. Oh mein Gott, das ist die alte Intro, Leute. Da haben wir gerade noch vorne drüber. Meins ist 19 Minuten mein Video. Pff, dann schauen wir, bin ich nicht ganz an. Aber Lea hatte so ein Intro früher. Und zwar hieß es Lea und ihr Kaninchen, hieß ihr Kanal früher. Und dann haben wir so ein richtig tolles Intro aufgenommen mit Lea und ihr Kaninchen. Das ist Lea und ihr Kaninchen. Mhm. Das Kaninchen hat gar keinen Bock. Jetzt kommt Lea und ihr Kaninchen. Hi, wir gehen heute auf die Kirmes, Leute. Und gestern, übermorgen haben wir auch noch Kirmes. Ja, und ich freue mich drauf. Hi, wir gehen heute auf die Kirmes, Leute. Also, du warst schon das süßere Kind. Ich war schon dagegen echt hässlich, Alter. Mit meiner Brille. Wir gehen auch in richtig coole Bahns. Wir gehen in richtig coole Bars, natürlich. Natürlich auch in richtig coole Bars, darf nicht fehlen. Und mein Bruder geht in die geilste Bahn, die... Oh, du warst so stolz. Tornado heißt die, glaube ich. Also die coolste da. Die Musik im Hintergrund. Die coolste auch. Ich glaube, die ist fast so groß wie das Riesenrad oder höher. Naja, eigentlich können wir doch jetzt so lange filmen, oder? Nein, das ist scheiße. Okay, also wir sind jetzt gleich da. Okay, wir sehen uns gleich. Ciao. Da, hast du weitergefilmt. Da. Was willst du jetzt? Nein, das ist scheiße. Warte, hast du da jetzt eine? Gib nur einen noch mit. Nein, das ist scheiße. Oh, das war so kacke. Ich hab die Bahn so gehasst. Ich weiß, da war so ein Junge neben uns. Ja, ja, wir haben so... Wir haben uns sogar drauf geschnitten. Wir haben so ein, Becherspiel gespielt und dann haben wir die ganze Zeit so einen Jungen mit Wasser übergeben. Vielleicht sieht man es sogar. Der Junge hier, der daneben uns, der sieht das so... Das bin ich. Oh. Ja, man kann doch nicht erkennen.
gleich machen wir morgen. No, warum schon? Ich eine Pause aufzumachen. Los geht's. Was? Hi. Wir essen jetzt Kiebelinge. Das ist nicht wichtig eigentlich. Aber wir gehen gleich in die nächste Mannschaft. Mach den Mund auf. Mach den Mund auf. Nein. Mach dir keinen Hampelmann. Mach dir keinen Hampelmann. Im Hintergrund. Wir waren jetzt gerade noch mal drin. Das haben wir leider nicht füllen können. War ein bisschen dämlich. Ja, ein bisschen dämlich. Haben wir gerade erfunden, das Wort dämlich. Wir haben gerade das Wort dämlich erfunden. Was haben wir gerade erfunden? Weil wir das so lustig fanden. Ey, ich war von früher schon mega lustig, weil Leute nicht versprochen haben. Da hat jemand anstatt dämlich, also dämlich, so richtig ähnlich gesagt. Was haben wir denn erfunden? Richtig, das ist doch schlimmer als Blitz, Alter. Blitz. Wir waren gerade nochmal drin, haben wir nicht gefilmt, leider. Ging nicht. Mein Vater konnte leider nicht filmen. Aber wir waren auf jeden Fall drin. Jetzt war die Ansicht, glaube ich, von mir auch besser. Mir hat sie selber mehr Spaß gemacht. Die Krake war auf jeden Fall. Bisschen langsamer, bitte. Du marschierst doch nicht so mit der Kamera. Bitte ein bisschen langsamer, bitte. Ich schneide es nicht raus. Nochmal hören. Und am Anfang auch. Die Ansicht, glaube ich, von mir auch besser. Mir hat sie selber mehr Spaß gemacht. So schnell. Aber auf jeden bisschen Fall langsamer, bitte. Bisschen langsamer, bitte. Abonnieren nicht vergessen. Ciao, das war von Lea und ihr Kaninchen. Tschüss. So, das war's. Das ist ein cooles Outro. So, das war's. 600 Videos jeden Tag.